Willkommen Leute zu einer weiteren Folge von meinen Kartenbewertungen und zwar dieses Mal zu den Paarcharts. Ja, das ist eine sehr alte Kartengruppe von Feenmonstern und die hat früher angefangen mit einem simplen Effektmonster, aber es kam über die Jahre immer mal wieder Support dafür raus und mittlerweile ist es ja quasi Bestandteil vom Counterfairy-Deck-Thema, zu dem es ja vor einer Weile ein Structure-Deck gab. Und deswegen haben wir mittlerweile eine ganze Menge Karten, die halt Paarchart im Namen haben, beziehungsweise die halt Paarchart sind. Und zwar 6 Stück an der Zahl. 5 davon sind TCG und mittlerweile gibt es auch ein Link-Monster, das ich am Ende bewerten werde. Und das ist noch OCG, aber auch das ist schon angekündigt, also wir werden heute 6 Karten bewerten. Und die sind teilweise wirklich nicht schlecht, also das kann schon ganz interessant werden. Und natürlich werde ich auch so ein bisschen die Relevanz im eigenen Thema einfließen lassen, das ist wichtig für so eine Topliste. Aber letztendlich geht es mir hauptsächlich um die eigenen Effekte der Karte und die werde ich heute bewerten und auch nicht irgendwie runterspielen oder so, weil so schlecht sind die Karten gar nicht. Weitere Kartenbewertungen, die ich mal machen soll, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben und dann würde ich sagen, denkt doch bitte an meinen Replay-Kanal, wo ich mittlerweile jeden Tag ein Deckprofil hochlade und ich denke mal, da ist mittlerweile für jeden was dabei und natürlich kam da auch heute mal wieder ein Upload, also schaut da gerne mal vorbei. Okay, dann würde ich sagen, starten wir jetzt mal mit der ersten Karte. Und die erste Karte ist logischerweise mal wieder der Klassiker, und zwar die Karte Paarchart der Luftritter. Die gab es zuerst und die Karte ist ein Stufe 5 Lichtmonster mit dem Typen Fee und den Werten 1,9, 1,4 und dem Effekt. Falls diese Karte ein Monster in Verteidigungspositionen angreifen sollte, füge deinem Gegner Piercing Damage zu. Ist schon mal ziemlich nett für die damalige Zeit und es geht noch weiter. Wenn diese Karte deinem Gegner Kammschaden zufügen sollte, ziehe eine Karte. Und das war früher richtig, richtig broken, muss ich sagen. Denn die Karte war im Goldformat tatsächlich teilweise in Metadecks drin, ja? Weil du kannst damit einfach über, naja, Sündenböcke drüber gehen, die 0 Def haben, den Gegner fast 2000 Burn-Schaden machen und jedes Mal plus 1 gehen. Das ist wirklich saugut gewesen damals, weil plus 1 war früher halt extrem wichtig. Das Ding ist halt nur, die Karte geht für ihre Summon logischerweise minus 1 und das heißt, das erste Mal Kartenvorteil machen mit der Karte hier ist eher ein Neutral-Gehen als ein plus 1 gehen und das macht die Karte recht langsam. Früher war das nicht schlimm, aber heutzutage ist es halt logischerweise überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Man kann die Karte zwar specialen teilweise, das geht heutzutage, aber sie ist trotzdem nicht mega gut. Aber gut, das ist halt auch normal, weil sie ist wie gesagt die erste Version des Paarcharts und was danach so kam, das werden wir jetzt zusammen erleben. Denn später haben wir die Karte Neo-Paarchart, der Himmelspaladin, bekommen und diese Karte ist ein Stufe 7 Lichtmonster mit dem Typen Fee und den Werten 2300, 2000 und dem Effekt. Du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören, indem du einen Paarchart der Luftritter, den du kontrollierst, als Tribut anbietest. Weil diese Karte ein Monster in Verteidigungsposition angreifen sollte, füge deinem Gegner durchschlagenden Kampfschaden zu, genauso wie Paarchart. Wenn diese Karte deinem Gegner Kampfschaden zufügen sollte, ziehe eine Karte. Sie ist also quasi einfach nur Paarchart in besser, denn sie hat doch einen Effekt. Solange die Zuflucht im Himmel auf dem Board liegen sollte und du mehr Lifepoints hast als dein Gegner, erhält diese Karte ATK und Def in Höhe der Differenz der Lifepoints. Und wenn man halt die richtigen Kombos spielt, ja, kann die Karte gerne mal 8000 ATK haben. Das ist möglich. Und dann macht man damit einfach einen Piercing Damage OTK. Und das ist logischerweise nicht schlecht. Und du gehst im Zweifel sogar noch plus 1, wenn der Gegner nicht sterben sollte, was ein schöner Nebeneffekt ist. Ich muss sagen, die Karte ist einfach nur eine bessere Version vom Paarchart logischerweise und deswegen muss ich die Karte eigentlich auch besser bewerten. Allerdings kann man sie halt für gewöhnlich nicht beschwören, es sei denn, man hat Paarchart der Luftritter. Es sei denn, man specialt die Karte. Das geht. Weil da steht nichts davon, dass man die Karte nicht anders specialen könnte oder dass man sie nicht auch normeln könnte. Von daher muss ich sagen, kann man die Karte schon besser bewerten, wie ich finde. Aber es gibt sogar noch eine krassere Version, weil wie gesagt, Power Creep ist real und wir bekommen halt ab und zu immer mal wieder einen neuen Paarchart. Denn vor einer Weile haben wir noch die Karte Paarchart, der heilige Erzluftritter, bekommen. Und diese Karte ist ein Stufe 9 Effektmonster mit der Eigenschaft Licht und den Typen Feen. Und die Werten 2800, 2300, also noch krassere Werte und noch eine krassere Stufe. Und der Effekt, falls eine Konterfalle aktivierst oder falls du die Aktivierung einer Zauber-, Fallenkarte oder eines Monstereffektes annullierst, außer wenn du es damit selbst, du kannst zwei andere Feenmonster von deiner Hand, deiner Feldseite und oder deinem Friedhof verbannen. Beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung vom Friedhof, weil sie dort lag, als du aktiviert annulliert hast, oder von deiner Hand, selbst falls nicht. Falls diese Karte ein Monster in Verteidigungsposition angreifen sollte, füge durchschlagenden Kampfschaden zu, wie immer. Wenn diese Karte deinem Gegner Kampfschaden zufügt, du kannst deiner Hand eine Paarchart-Karte oder eine Konterfalle von deinem Deck hinzufügen. Das heißt, man hat hier quasi den Search-Effekt ergänzt und den Plus-1-Effekt entfernt.
Du gehst also nach wie vor plus 1, aber du ziehst nicht mehr random eine Karte, sondern kannst eine der besten Karten des Themas raussuchen oder eine beliebige Konterfalle, beispielsweise Solemn Judgment oder Solemn Strike oder so, vollkommen irrelevant. Und das ist schon mal richtig geil. Und die Karte kann frei gespecialt werden. Das war bei den letzten paar Parshards nicht der Fall. Ich meine, du konntest den Neo-Parshard specialen, wenn du schon den Parshard draußen hattest, aber der war halt auch ein Tributmonster, von daher hast du irgendwie Tribute gebraucht. Aber das hier specialt sich von alleine. Und das ist gut, die muss nicht extern gespecialt werden. Und sie hat wie gesagt 2-8, was wieder ein bisschen stärker ist. Und naja, sie ist halt einfach ein guter Support für Counter-Fairy-Decks und dementsprechend logischerweise auch im Structure-Deck Wave of Light enthalten. Und ja, das ist halt ein sehr gutes Boss-Monster und das wird bis heute auf jeden Fall sehr gerne in Counter-Fairy gespielt. Und deswegen ist die Karte logischerweise eine der besten Karten, die wir heute sehen werden. Aber ob sie die beste ist, das werden wir gleich rausfinden, weil jetzt kommen wir erstmal zu einem sehr interessanten Synchro-Monster. Denn jetzt kommen wir zu der Karte Rächender Ritter Parshard und diese Karte ist nicht ganz so neu, aber sie ist halt ein Synchro-Monster mit der Stufe 8 und der Eigenschaft Licht und den Typen Fee und den Werten 2600, 2100 und beschworen wird die Karte durch ein Empfängermonster und ein oder mehr Nicht-Empfänger-Lichtmonster und der Effekt, once per turn, du kannst ein offenes Monster wählen, das dein Gegner kontrolliert, ändere die Kampfposition des gewählten Ziels. Weil diese Karte ein Monster in Verteidigungsposition angreift, füge deinem Gegner durch starken Kampfschaden zu. Und diese Karte ist einfach nur eine Option im Exodeck letztlich und man kann sie spielen, denn man kann die Karte specialen durch eine Fallenkarte des Themas. Und zwar durch die Karte Rebirth of Parshard und das ist halt schon mal ganz nett. Ich muss sagen, natürlich specialt man mit so einer Karte eher den neueren Parshard, das Stufe 9 Monster, was wir eben gesehen haben, den Erzluftritter, aber trotzdem ist dieses Synchro-Monster hier eine weitere Option und sie kann halt Monster drehen, das kann teilweise wichtig sein. Ich würde sagen, beide Karten sollte man in ein Counter-Fairy-Deck inkluden, weil es gibt nicht wirklich einen Grund, die komplett rauszulassen. Man muss das Synchro-Monster nicht spielen, aber ich würde es empfehlen. Zumindest ist das meine persönliche Präferenz und mein letztes Update war, dass es halt auch die guten Counter-Fairy-Spieler meistens wirklich tun, weil es sich einfach anbietet. Auf jeden Fall ein cooles Synchro-Monster, aber nicht ganz so geil wie der Erzluftritter, weil das ist halt das eigentliche Boss-Monster des Themas und das hier war mehr so Zusatz. Witzigerweise gab es damals allerdings noch eine Karte, die quasi an den Parshard angelehnt war, und zwar die Karte Finsterritter Parshard, warum auch immer. Die Karte ist ein Schiffer für ein finsternes Monster mit den Typen Fee und den Werten 1914 und dem Effekt, weil diese Karte ein Monster deines Gegners durch Kampf zerstört, du kannst ein finsternes Monster von deinem Friedhof verbannen, ziehe eine Karte. Diese Karte bekommt 100 ATK, ganze 100, für jedes finsternes Monster in deinem Friedhof. Die Karte ist Müll. Das kann man nicht anders sagen. Ich meine, was zur Hölle. Du kannst mit der Karte manchmal plus 1 gehen. Okay, nicht komplett scheiße. Und die Karte bekommt einen Buff, aber sie macht keinen Piercing-Damage und wird deswegen nicht konstant, vermutlich, diese Karte ziehen können. Und du brauchst Finsternis Monster im Grave. Bei Parshard war es einfach so, du musst einfach nur irgendwie Schaden machen. Nichts zerstören, du musst keine Targets im Grave haben, ist aber wesentlich simpler. Allerdings hatte die Karte auch keinen Buff. Also ich muss sagen, der Finstere der Parshard hat schon seine Vorzüge, aber er ist die schlechtere Karte im Vergleich zum Luftritter und deswegen würde ich sagen, ist das heute der schlechteste Parshard, den wir sehen werden, leider. Weil es gibt nicht wirklich einen Grund, die Karte heutzutage zu spielen. Die ist einfach ein bisschen random, muss ich sagen, dass die existiert. Aber ich finde die Idee ganz witzig. Und zu guter Letzt kommen wir jetzt doch zu dem OCG-Link-Monster und das ist halt die Karte Celestial Knight Lord Parshard und diese Karte ist ein Link-3-Link-Monster mit der Eigenschaft Licht und dem Typen Fee und dem Angriffswert 2400 und einem Pfeil nach unten links, einem nach unten und einem nach unten rechts und beschworen wir die Karte durch zwei oder mehr Feenmonster und der Effekt, du kannst eine Karte abwerfen und deine Hand eine Zuflucht im Himmel oder eine Karte, die Zuflucht im Himmel im Kartentext erwähnt, von deinem Deck deine Hand hinzufügen. Also du gehst quasi einfach, naja, neutral, aber suchst eine Karte raus. Und wenn Zuflucht im Himmel bereits auf dem Board liegen sollte, kann man sich stattdessen quasi ein Feenmonster raussuchen. Und das ist auch gut, du kannst somit beispielsweise den großen Parshard raussuchen oder auch unter anderem die ganzen Counter-Fairies logischerweise. Sehr guter Effekt, schönes Search und es geht auch weiter. Wenn ein offenes Feenmonster, das du kontrollierst, auf den Friedhof gelegt wird, außer während des Damage Steps, du kannst ein Monster von deinem Friedhof verbannen und dann ein Feenmonster mit einem höheren Level als das gebannte Monster von der Hand specialen. Aber du kannst diesen Effekt von dieser Karte hier nur once per turn einsetzen. Und das ist auch sehr gut. Du kannst somit beispielsweise ja, einfach Feenmonster floaten lassen und du kannst auch unter anderem den großen Parshard specialen, den man sich vorher gesucht hat. Also ihr merkt schon, das ist wirklich nicht schlecht. Und ja, die Karte ist guter Support. Ich würde nicht sagen, dass die Karte broken ist, die würde auch das Thema jetzt nicht mega krass revolutionieren wahrscheinlich, es ist halt nach wie vor nur Counter-Fairy, das ist ein gutes Rogue-Deck, aber nicht mehr. Aber es ist zumindest sinnvoller Support und sie wird verwendet, also muss ich die Karte ja auch belohnen.
Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zum Fazit. Und da wären wir auch schon im Fazit und ich muss sagen, der Erzluftritter ist an sich die beste Karte, weil die ist halt quasi das Hauptbossmonster. Und wie stark das Linkmonster ist, das kann man jetzt noch nicht ganz sagen, aber ich würde sagen, das kommt direkt danach, weil das sind so ein bisschen die beiden wichtigen Karten für das Thema an sich. Dann könnte man das Synchromonster nennen, weil das kann man halt ganz gut nutzen durch halt diese eine Konterfalle. Und man kann die Karte einfach so special vom Extra-Deck, ohne halt wirklich diese Synchro-Summon zu machen. Und dann ist sie auch eine schöne Option. Ich würde sie schon considern. Dann den Neo-Parshard, weil der ist halt wichtig für einen OTK, den man spielen kann, aber nicht muss. Ich würde sagen, der ist okay. Den kann man auch von der Hand specialen beispielsweise. Das ist eigentlich ganz witzig. Dann den normalen Parshard, weil der ist halt noch ganz okay, aber nicht mehr zeitgemäß. Und dann den Finsteren, weil der war nie wirklich sinnvoll. Aber okay, den gibt es halt auch. Auf jeden Fall eine coole Kartengruppe. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir davon noch mehr sehen werden in einiger Zeit. Aber das war es jetzt erstmal für heute. Weitere Kartenbewertungen, die ich mal machen soll, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Und denkt auch bitte an meinen Replay-Kanal, wo ich mittlerweile jeden Tag ein Deckprofil hochlade. Und ich denke mal, da ist mittlerweile wirklich für jeden was dabei. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Pokémon-Kanal, rechts daneben ist mein Sponsor und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.